So beginnt die Liste der gefährlichsten Webseiten, die Redakteure von Computerbild vor einiger Zeit veröffentlicht haben. Hinter scheinbar harmlosen Namen wie Pokerfinds verbirgt sich eine raffinierte Schadsoftware, die sich allein schon beim Anklicken auf dem eigenen Rechner installiert. Heutzutage können solche Angriffe ganz leicht automatisiert werden und sie brauchen kein Politiker oder Popstar zu sein, um davon betroffen zu sein. Spezialisten beim slowakischen Internetsicherheitsspezialisten ESET versuchen in ihrer Forschungsabteilung, den neuen Angriffen der Cyberkriminellen so schnell wie möglich auf die Schliche zu kommen. Das Problem? Immer mehr Angriffe laufen über Webseiten, die bis vor kurzem noch sicher waren. Es gibt Webseiten, die Schadsoftware verbreiten. Das Hinterhältige ist, dass sie gestern noch sauber waren und quasi plötzlich ihren Rechner im Hintergrund infizieren, während sie ihnen scheinbar nur die Infos bereitstellt, die sie gerade gesucht haben. Auch kleine Gewerbetreibende mit einer eigenen Internetpräsenz sind ein beliebtes Angriffsziel, da hier beim Thema Sicherheit gern gespart wird. Wer hier etwa regelmäßige Updates versäumt, ist ein leichtes Opfer für Schadsoftware. Es wird von Tag zu Tag immer schwieriger, die Angreifer auszumachen, denn die Angriffe sind so geschickt automatisiert, dass man gar nicht übertrieben vorsichtig genug sein kann, um sich bloß keine Schadsoftware einzuhandeln. One needs to be paranoid enough to and behave responsibly to stay safe. Deshalb unsere Tipps. Verwenden Sie unbedingt sichere Passwörter beim Verwalten Ihrer Webseite. Führen Sie regelmäßige Updates durch und installieren Sie eine Antivirensoftware, die vor dem Anklicken infizierter Webseiten schützt. Denn wenn schon das Anklicken von Webseiten mit Schadsoftware auf Ihrem Rechner von vornherein unterbunden wird, haben Sie, im Gegensatz zu unbedarften Opfern, eine Menge Glück gehabt.